an diesen Grenzen, dass ich gesagt habe, ich kann nicht. Mir ist das aber im Leben auch noch nie passiert. Und ich glaube, das ist die Einstellung, die ich generell im Leben habe. Ich bin da reingegangen, um etwas Neues eigentlich zu erleben und tatsächlich zu versuchen, an meine Grenzen zu gehen, damit ich weiter einen, vielleicht einfach so einen wichtigen Schritt in meinem Leben begeben kann. Weil ich habe gemerkt, irgendwie steht alles still. Ich habe jetzt ein tolles Hotel, die No Angels irgendwie laufen super. Aber irgendwie da muss noch ist was da hier. Nicht wirklich dieses Lebens-Action, das dich weiterbringt als Mensch, das dich neu belehrt, das dir wirklich halt deine Möglichkeiten neuen zu diesem Zeitpunkt deines Lebens nochmal zeigt, die definiert auch ein bisschen besser. Also, du hast, ich habe es gerade schon gesagt, du hast den Dschungel gewuppt, du hast den gerockt, du hast alles gemacht. So nebenbei. Ja, so nebenbei würde ich jetzt nicht so richtig sagen, 17 Tage lang irgendwie ganz viel ausgehalten und bist dann also als Siegerin da raus hervorgegangen. Ich weiß, ich habe es wirklich gesehen und habe dich gesehen, dass du mit deinen Gefühlen, und das macht dich so sympathisch, du wusstest mit deinen Gefühlen irgendwie nicht wohin. Nee. Und ich habe das, also man hat am Fernseher gesagt, ich möchte da jetzt reinhopsen und möchte die irgendwie drücken oder was. Das war wirklich großartig. Hast du dir das vorgestellt, dass du da so durchschlitterst? Ich glaube, das kann keiner. Du gehst in so eine Umgebung erstmal in so eine Zeit rein, ohne wirklich klare Vorstellungen zu haben. Du kennst nur dich selbst, du weißt, was du kannst, du weißt vor allem, was für ein Mensch du bist und was du von deiner Menschlichkeit zeigen möchtest und würdest. Das ist, denke ich mal, zumindest für mich das Wichtigste gewesen. Mit diesen Gedanken und mit diesen Vorstellungen und diesen Wunsch bin ich da reingegangen, einfach um einen Weg zu gehen mit allem, was ich bin und mit allem, was ich vielleicht dazu gewinnen kann auf diesem Weg, weil ich hatte ein klares Ziel. Ich wollte diese Zeit schaffen. Ich wollte diese Zeit für mich sozusagen bekämpfen, weil jeder Tag habe ich gesehen, wie meine Mitmenschen richtig gekämpft haben und ich dachte so, aber warum? Das ist halt eigentlich so großartig. Du hast, annehmen einfach. Du bist sorgenfrei, du kannst tatsächlich alle... Sorgenfrei? Naja, doch, schon. Du hast diese Sorgen des Alltags, des im Dschungel, meine ich, des Lebens. Du hast das nicht. Du wächst morgens auf, wenn die Sonne aufgeht und du bist einfach da in die freie Luft und unter der Sonne und in dieser Umgebung und du hast, die einzigen Gedanken sind irgendwie Holz zu holen, Wasser abzukochen, dann irgendwann mal ein bisschen zu essen und hoffentlich dann ein Spiel zu spielen, das dich wirklich ein Stück weiter, denke ich mal, auch im Leben bringt, weil jedes Spiel es ist war ein Sozialexperiment und das ist eigentlich auch das Interessante an diesem ganzen Ding. Bist du mal an deine Grenzen geraten? Wo du sagst, nein, an diesen Grenzen, dass ich gesagt habe, ich kann nicht. Mir ist das aber im Leben auch noch nie passiert. Und ich glaube, das ist die Einstellung, die ich generell im Leben habe. Ich bin da reingegangen, um etwas Neues eigentlich zu erleben und tatsächlich zu versuchen, an meine Grenzen zu gehen, damit ich weiter einen, vielleicht einfach so einen wichtigen Schritt in meinem Leben begeben kann. Weil ich habe gemerkt, irgendwie steht alles still. Ich habe jetzt ein tolles Hotel, die No Angels irgendwie laufen super. Aber irgendwie nicht wirklich dieses Lebens-Action, das dich weiterbringt als Mensch, das dich neu belehrt, das dir wirklich halt deine Möglichkeiten neuen zu diesem Zeitpunkt deines Lebens nochmal zeigt, die definiert auch ein bisschen besser. Das wird ja auch ganz gut bezahlt, wenn man gewinnt. Darüber müssen wir nicht reden, das ist ja irgendwie charmant. Axel hat mal gesagt, entschuldige, dass ich mal rüber gucke, Axel hat gesagt, ich bin käuflich. Das ist verbrieft, dass du das mal gesagt hast. Würdest du sowas machen? Ja, ich denke mal, ich weiß es nicht. Jetzt, wo Lucy sagt, ja, vielleicht. Also, ich weiß es doch noch nicht. Hast du noch nie angefragt worden? Doch, aber ich habe es immer abgelehnt, weil ich es immer scheiße finde. Das habe ich aber dreimal auch gemacht. Und ich habe mich zu diesem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nein. Ich war menschlich mit mir selbst noch nicht so im Reinen, um bereit zu sein, ich denke, menschlich so auszuziehen, weil ich glaube schon, dass man auch diese Bereitschaft haben muss, damit man sich selbst tatsächlich sein kann. Wenn du reingehst und sagst, so, boah, ich habe jetzt hier irgendwie ganz viel vor und ich werde jetzt dieses, ich glaube, so ein genaues Spiel spielen,
dann kannst du reingehen und schauen, was mit dir passiert. Ich wette mit dir 3-4 Tage und dann bist du schon am Ende, weil das ist gar nicht so wirklich möglich. Wie ist denn das wirklich jetzt hungertechnisch und wissigwart? Also ich will mich jetzt mal vorbereiten. Ich sage dir, also wenn du zum Essen dahin fährst... Nein, das ist also 80 Gramm Bohnen, 80 Gramm Reis am Tag. Das bekommst du auf jeden Fall. Ich als Frau, die 50 Kilo wiegt, hatte kein Problem damit. Ja. Die Jungs, die teilweise 100 Kilo wogen, mit der gleichen Menge an Nahrung, für die war das tatsächlich sehr, sehr schwierig. Deswegen war es für mich auch ein etwa leichterer Spaziergang, auch durch diese Tage, mit dieser Menge an Essen. Diät. Ich habe großartig halt auch noch mal ein bisschen abgenommen. Maria guckt die ganze Zeit ganz interessiert zu. Würdest du das machen? Ja. Ja? Wow. Was? Die ich glaube, morgen kriegt ihr beide Anrufe bestimmt. Jetzt habe ich ja gesagt. Okay. Ja, das ist toll. Ja. Nein, ja, okay. Ich hatte tatsächlich schon mal... mit Herrn Baum, von der ich gedacht hätte, dass Sie das machen würden. Herr Baum, jetzt sagen Sie jetzt nicht, dass Sie... Sie würden es auch machen, Herr Baum, oder? Nö. Nein. Es war ein Scherz. Ich höre mit Faszination zu und warte, dass ich jetzt sagen, was kommt denn jetzt? Jetzt kommt was anderes. Nein, in Ihrem Leben. In meinem Leben gibt es eigentlich schon die ganze Zeit ein großartiges Projekt in meiner Heimatstadt. Ich hab ein Hotel, ich kümmere mich um einen ganz großen Schutzgebiet, das ich schon seit 4 Jahren sozusagen pflege. Mit ganz vielen Bäumen, Pflanzen und Rasen habe ich zu tun. Jeden Tag, ich fahre meinen Traktor, mein Rasenmäher. Naja, das hört sich doch sehr gut an. Natürlich, genau. Man sieht das Anwesen jetzt hier. Ich hatte aber noch eine andere Frage, wenn ich noch eine Sekunde dabei bleiben darf. Das ist aber nur das Anwesen um das Hotel. Dann kommen noch 60.000 Quadratmeter Park. Ja. Oha, ja. Also ein kleiner Park. Das ist schön. Genau. Maria, haben wir jetzt entschieden, du machst das. Du bist beim nächsten dabei. Ich verstehe das auch, weil du sagst, dass man dann sich selbst auch zeigt. Also man muss ja mit sich selbst doch ziemlich klar und stark sein. Und wir wissen ja, wir das machen im öffentlichen Leben, wissen ja, es gucken so viele zu. Und was kann man beitragen, denke ich. Ja. Auch, dass das da aus dem Grund heraus könnte ich mir das schon vorstellen. Es ist so viel, was mich ja interessiert, und da kommen wir ja später noch, aber das Zwischenmenschliche, Seine Werte. Ja. Weißt du, wenn man, also zum Beispiel, ich habe recht. Entschuldigung. Sagen Sie mal, hätten Sie vielleicht was gegen eine Frage noch mal? Zwischendurch eine Frage. Ja, weißt gerne. Du, auf eins möchte ich. Ich will jetzt nicht die Tränendrüse drücken oder sowas, aber du hast dich zu einem Statement hinreißen lassen, wo du offensichtlich die Nerven verloren hast, was deine Mutter angeht. Und du hast aber so großartig auf der anderen Seite deine Mutter 7 Monate gepflegt. Du warst immer für sie da. Deine Mutter war kein einfacher Charakter, wenn ich das alles richtig gelesen habe über dich. Aber sie war die Königin. Und du hast die Königin genannt. Warum? Hat sie sich immer so benommen? Ja, also meine Mama war einfach ein sehr bestimmender Mensch, eine Stilikone. Sie hat es immer geliebt, dass man ein bisschen nach ihrer Pfeife geht, auch im Alltag. Also sie hat schwer die Meinung anderen Menschen angenommen, sprich zumindest es zugegeben, es anzunehmen. Und ich denke, die Könige müssen das auch so machen, auch wenn die dann im Hintergrund auch mal Traurigkeit und Zerreißenheit zeigen, müssen die immer nach vorne sehr stark sein. Und sie war immer, und das hat mir als Kind nicht immer geholfen. Wenn ich mich heute umdrehe, sage ich, sie hat, denke ich mal, mit all diese auch für mich damals unschöne Eigenschaften mich sehr, sehr stark gemacht und mich vor allem ein zu unabhängiger Mensch gemacht, weil ich immer einfach selbstständig sein musste, weil die sich auch so ein bisschen nicht so richtig für mich interessiert haben als Teenager. Ja, mach mal irgendwie. Nicht irgendwie verhätschelt. Das kann man nicht sagen. Ja, aber dein Vater, deine Tante, man sieht dich hier als Punkerin. Als ja, junge Punkerin, das ist Anfang das 90er, ey, die Wende, ist Bulgarien kommt. Ja, das war irgendwie so verrückt. Mein Vater hat mir diese Frisur gemacht, tatsächlich. Ach so, aber der war nicht Friseur. Nein, mit seinem Bartschorgerät-Maschine. Ach so, ja. Du hast Kindheit, ich muss aufpassen, dass ich das alles unterkriege, weil die war ja ganz verrückt. Du bist ja wie ein Junge irgendwie durch die Gegend gerast. Du hast dir irgendwie Steine
gerne in Taschen gehabt, glaube ich, oder sowas, ja, und gebolzt mit den anderen Jungs. Wie war das, deine Kindheit in Bulgarien? Ich war tatsächlich ein wildes Mädchen. Ich hatte sehr viel Energie. Ich glaube, heute würde man dafür irgendwie vielleicht das beim Arzt, ja, irgendwie bestimmen, ja, wie das Kind, was das Kind hat. Damals. Sicher. Ich denke schon. Heute, ja, würde man sich als Elternteil Gedanken machen und Sorgen machen. Damals war das so, lass sie mal aufs Fahrrad sich jeden Tag irgendwie die Knie brechen, ja, und die Ellbogen blutig nach Hause kommen und dann irgendwie mich alleine ins Krankenhaus geschickt, damit ich genäht werde oder sowas. All das tatsächlich, diese ganze Freiheit, die ich, ja, als Kind hatte, auch diese wilde Zeiten, aber trotzdem kein unverschämtes Kind. Ja. Das muss ich sehr differenzieren, weil es gibt sehr viele wilde Kinder, die dann auch unverschämt sind, mhm, anderen Menschen gegenüber, mhm, Eltern gegenüber. Bei mir, mhm, war das nicht so, Familie? Weil meine Familie eine aristokratische Familie ist. Ja. Musiker, Lehrer, Musiklehrer, Leiter von großen Ensembles. Und ich bin mit dieser Familie, wirklich auch mit dieser Werte, die auch tragen, was man den Staat, den Menschen zurückgibt, mhm, auch durch die Kultur, groß geworden. Und ich glaube, dass ich heute einfach mit diesen Gedanken angefangen habe zu leben. Was gebe ich zurück? Ja. Und ich denke auch, dass meine Zeit im Dschungel auch so eine Zeit war, wo ich unbewusst versucht habe, zumindest an Werte zurückzugeben von dem, was ich als Kind und als Mensch von meiner Familie gelernt habe, bekommen habe, und dies dann auch einfach mal zu vermitteln. Weil ich denke, dass es heute, wir brauchen Beispiele. Lass uns noch ein, schön. Lass uns bitte noch ein bisschen in Bulgarien bleiben. Wir bleiben auf jeden Fall in Bulgarien. Weil, ich, ja, rede so gerne. Eben. Und also dein Großvater hat Volksmusiker, hat Lieder geschrieben. Ja. Du warst an der Oper, bevor du gesprochen hast, hast du schon gesungen. Du hast eine, ja, ungeheuer starke Stimme, die du auch ja gerade erhoben hast wieder. Und man hört ja auch alles. Dann bist du mit 16 irgendwie nach Deutschland. Konntest du, ja, Deutsch sprechen? Nein, ich konnte kein Deutsch. Aber wo hast du das gelernt? Durch meine Freunde in der Schule. Wir hatten eine Sprecherziehung, weil ich war an der Stage School in Hamburg, ja, und da gab es auch Sprecherziehung, Musical-Schule, ja, genau. Und ich war die einzige Ausländerin, die auch kein Deutsch konnte, dadurch, dass alle Dozenten Engländer oder Amerikaner waren. Natürlich nicht Schauspieldozenten. Ja. Mhm, okay. Ging das. Natürlich war Schauspiel für mich ganz, ganz schwierig, erstes und zweites Jahr, wenn man den Text nicht, mhm, fühlt, sondern, mhm, sich das immer nur übersetzt, mhm, kommt das nicht so rüber, wie das Jahren später dann zum Beispiel ich das gefühlt habe. Und im Moment, in dem ich die deutsche Sprache gespürt habe, das war, glaube ich, so tatsächlich, als ich bei Jekyll and Hyde in Köln war. Mhm. Und dann habe ich mein erstes Musical, wirklich große Rolle von Lucy Harris gespielt. Und ich dachte, oh mein Gott, wie viel Spaß es tatsächlich macht, wenn man die Sprache, ja, klar, fühlt als ausländischer Künstler und nicht einfach auswendig Wörter lernt und die Intonation. Können wir ein bisschen bulgarische Sprache hören? Denn viele, ach so, unserer Zuschauer waren so bestimmt in ihren Urlauben als Kinder in Bulgarien. Das wer wohl, war alle wohl irgendwie? Gibt mal ein Signal, Leute. Ja? Ja. Ich dachte, ja, also am Goldstrand, an irgendwo, ich weiß nicht, wir waren früher bei diesem Slatny Orfej, hieß das, so ein Musikfestival. Wir haben Lukanka gegessen und wir haben, unsere Kraftfahrer haben immer gerne Wodka getrunken und das hat die auch nicht so gestört, dass sie außerdem noch Kraftfahrer waren. Das fanden die ziemlich normal. Und der eine hat immer gesungen, Slatny Skatarenka, Slivova Nostrava, Atreva, Tashovska Salata. Das soll heißen... Schopskasalat, ja, haben Sie, ja, gesehen? Ja, ja. Waren alle schon mal im Urlaub in Bulgarien. Ja, ja, ja. Gurke und Feta. Aber du, aber ich möchte gerne aus dem Munde einer, also, dass du jetzt bitte mal, kannst du irgendein bulgarisches Lied oder sowas? Könnt ihr mit Applaus mal anfeuern, dass sie das machen? Ich kann natürlich ganz viele Lieder. Mir fiel aber tatsächlich ein Folklorlied, das ich das erste Mal mit dem Ensemble meines Opas im Umkleiderraum in Budapest gesungen habe. Die hatten dann Konzert. Das ist aber doch Ungarn. Das ist jetzt Folklore natürlich. Also,
Der Hammer. Der Hammer. Also Folklore, Folklorgesang, ich bin natürlich keine Folklorsängerin. Im Folklorgesang hat man ganz andere Positionierung der Stimme. Ja, ja, stimmt. Mein Großvater war... In die Nase hier. Mein Großvater war einer der wirklich bekanntesten, bis heute ist einer der bekanntesten Komponisten für Frauenchöre. Wirklich großartige Lieder hat er gespielt. Und damit hat Bulgarien tatsächlich was für die Weltmusikgeschichte wirklich beigetragen, weil diese traditionelle Folklorlieder werden in der ganzen Welt gesungen von Chöre, weil die sind sehr, sehr komplex musikalisch, die sind vor allem auch rhythmisch sehr komplex und da kommt nicht jeder mit, das macht es aber natürlich sehr, sehr interessant. Toller Rhythmus, tolle Musik. Ach, wir sind gerade gut mit. Du bist ja sehr, du bist ja, wenn man so will, wieder zurück und machst da was ganz Tolles und bist eine der bekanntesten Bulgarinnen sozusagen, der Superstars in Bulgarien. Sind die Leute alle, sagen die immer, hallo, guten Tag? Wir sind nicht in Japan. Ach so, aber sie sind doch bestimmt alle ganz lieb zu dir. Und wenn du jetzt dein Hotel baust, Traktor fährst, den Wald rodest und alles so, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie du auf so einem Ding da sitzt und da, ja, ich glaub dir das. Das steht mir. Ich trage auch sehr gerne meine Arbeitsklamotten und dadurch bin ich auch sehr glücklich, wenn ich mal irgendwie auch wieder nach Sofia fahre und mal ein paar normale Klamotten anziehe und aus dem Jogginganzug und die Arbeitsschuhe rausgehe. Also nach dem Tod meiner Mutter habe ich gemerkt, dass es irgendwie Zeit ist, wirklich was zu hinterlassen außerhalb der Musik, die wir mit den No Angels natürlich gemacht haben, so viele Jahre gesungen haben, so viele Menschen damit und dadurch glücklich gemacht haben. Aber glücklich sein ist eine Sache, etwas zu lassen, was in der Zeit, denke ich mal, bleibt, ist etwas was ganz anderes. Und Musik ist vergänglich, vielleicht auch nicht. Man sieht ABBA oder Beatles oder Tina Turner. Und dann kam mein Wunsch und dieser Drang, diesen Park und dieses Schutzgebiet wieder mich dafür zu engagieren. Der Staat finanziert das nicht. Deswegen habe ich mit Freunden, ganz viele Freunde, auch ich selbst, vieles dafür gemacht und wir räumen es immer besser und besser und besser auf. Und dann kam auch das Hotel, was... Das ist in Pleven, ne? Also das ist in meiner Heimatstadt. Vorhat, da hinzufahren. Und es geht auch weiter. Ich merke einfach, je älter ich werde, desto mehr habe ich diesen Drang, was zu hinterlassen. Mehr als die Musik für die Menschen, für meine Heimat. Einfach weil ich weiß, dass ich so geworden bin, wie ich bin. Entschuldigung, ich kann es nicht ignorieren, Herr Sosnjok. Das Telefon geht in der Sekunde. Wir wollen daran teilhaben. Wer hat gerade angerufen? Nein, es tut mir leid. Jetzt hat er telefoniert. Also, wissen Sie mal, Herr Sosnjok, wenn Ihnen das hier langweilig ist, dann können Sie doch telefonieren, warum denn nicht? Meine Frau sein, die mir Nachrichten gibt. Die sitzt da. Nein, Moment. Er möchte jetzt ein Zimmer in meinem Hotel buchen. Ja, er bucht gerade. Ich habe aufmerksam zugehört. Ja, genau. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Also die Reise für mich geht dahin, einfach weiterhin aufmerksam zu sein und den Menschen von meiner Heimat zu erzählen, aber vor allem da etwas zu machen, Menschen zu bewegen, sozialer zu werden, soziale Themen aufzugreifen. Ich meine, die Politik bei uns ist alles anderes als gut. Ja. Die hapert an ganz, ganz vielen Stellen. Ich habe Verbindungen zu vielen Politikern. Wir führen ständig Gespräche, morgen wieder welche mit Bürgermeister. Und ich wäre auch Bürgermeisterin geworden, ist ein bisschen zu früh, aber vielleicht dann irgendwann. Laden wir dich ein. Wir laden dich zum nächsten Mal ein, wenn du Bürgermeisterin von Pleven bist. Erstmal Dankeschön. Dankeschön. Behalte deine Kraft, behalte deinen Enthusiasmus, deine Fröhlichkeit. Das ist einfach wirklich sehr ein Feuerwerk. Aber.